Oh mein Gott, ich glaube, der Stream funktioniert. In mir habe ich den gar nicht gestartet. Aber mir wird angezeigt, dass er läuft. Momentchen. Ich warte erstmal, bis ein paar Leute drin sind. Warum sehe ich den Chat nicht? Jetzt. Hi. Ich bräuchte kurz eure Hilfe, weil ich höre selber die Musik nicht wirklich. Ich habe so Hintergrundmusik reingemacht. Könnt ihr mir sagen, ob die zu laut, zu leise ist oder ob das so passt? Hier ist übrigens nebenbei so Süßigkeiten, nicht wundern. Zu leise? Sehr leise. Immer mal ein bisschen lauter. Ich muss aber sagen, ob ihr mich dann irgendwie schlechter hört, weil irgendwie kann ich die Musik nicht so für mich stumm schalten. Passt das so? Okay. Ja, ich bin krank tatsächlich. Aber ich dachte mir, ich habe noch ein bisschen Stimme. Mache ich mal wieder einen Livestream. Und ein Video ist auch schon länger geplant. Zwar wollte ich wieder ein Alle meine Pferde-Video machen. Irgendwie habe ich das aber bisher noch nicht hinbekommen zu schneiden. Aber genau. Okay. Jetzt, wo wir am Start sind. Es gab am Mittwoch ein Update. Aber eigentlich bin ich schon bei den letzten Updates nicht so wirklich. Gute Besserung an alle, die auch krank sind. Schon seit den letzten Updates nicht so wirklich am Start. Ich habe gehört, dass sich was bei den Championaten geändert hat. Oh lol. Warum steht das so komisch da? Interessante Zeiten. Okay, sehr verwirrend. Ich suche mir jetzt erstmal ein Pferd raus, was wir leveln. Wir können auch theoretisch einen Champi reiten, aber da ich das Goldblatt-Ding eh nicht so wirklich kann, würde ich dann vielleicht ein Morland mitreiten. Genau, Server 1 bin ich. Okay. Dann. Welches Pferd. Oh, sorry, ich bin gerade an mein Mikro gekommen. Welches Pferd könnte ich denn leveln? Könnt ihr ein bisschen mitentscheiden. Also hier. Oh, mir hat irgendwie heute jemand einen Kommentar geschrieben, das habe ich gelesen, dass das Pferd, was ich gekauft habe, war das Holly Candle, so Schneeflocken als so Dapples hat. Das wollte ich eigentlich nochmal anschauen. Welches Pferd level ich? Summer Rain, wo ist Summer Rain? Ich kenne meine ganzen Pferde selber nicht mehr wirklich. Nee, ich glaube, wir leveln Holly Candle einfach weiter aus, weil ich wollte mir das Pferd jetzt mal anschauen. Wie ich nach Rat frage und nicht auf den Rat höre. Lol. Aber. Oh, hier sind wirklich kleine Schneeflocken drauf. Ja, so ein bisschen. Oh, süß. Ja, ich habe mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken. Heyday spiele ich zur Zeit nicht, nein, weil ich war absolut süchtig und ich musste. Ich muss aufhören. Oh, ich habe wieder ein Standbild. Ich war sehr geschockt, als ich heute online gekommen bin und gesehen habe, dass der Schnee noch da ist. Also irgendwie ist noch hier so diese Winterding. Ja, gut. Ja, ich hole mir mal. Oh, es gibt auch neue Sachen. Die Schleife ist voll schön. Noch nichts verpasst. Wir werden jetzt leveln gehen. Und wir suchen gerade Outfit, wobei ich einfach mein Standard-Outfit anhabe. Ich muss bloß hier ein bisschen mir noch einen warmen Pulli suchen. Ich habe heute auch neue Gamaschen abgeholt. Mit so einem Code gab es die hier, glaube ich, nämlich. Weiß ich nicht, ob ich die so viel verwenden werde, aber auf jeden Fall cool. Und wir freuen uns immer über Gratiszeug. Ja, den Pulli kann ich auch gleich drin lassen. Und. Ansonsten finde ich das Outfit ganz fresh. Ich glaube, ich lasse einfach hier diese Winterstiefel an. Ich könnte natürlich auch hier diese krassen Moonboots anziehen. Egal, wir machen mal hier einen Akzent. Wir ziehen die einfach mal an. Fragen könnt ihr immer gern stellen, genau. Und auf Server 1 bin ich, ja. Warum wurde der Schnee rausgenommen und wieder reingemacht? Das ist sehr seltsam. Okay.
Dann. Oh. Ich weiß nicht. Ich finde mit Schnee eigentlich auch ganz schön. Hm. Nee, wisst ihr, was wir als erstes machen? Die Tageszeit einstellen. Weil irgendwie stellen wir auf normal. Ich mag das nicht. Soll ich Sommer machen? Schreib mal in den Chat, ob Sommer oder Winter. Aber ich glaube, ich finde Sommer jetzt besser. Wann mache ich wieder eine Shopping-Tour? Ich habe ja neulich mehr oder weniger eine gemacht. Obwohl, jetzt ist schon wieder Februar. Das war im Dezember. Die Zeit vergeht so schnell. Hallo. Aber... Was wollte ich sagen? Ja, könnte ich eigentlich mal wieder machen. Sommer. Okay, alle sind für Sommer. Okay. Ich mag eigentlich Schnee auch, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Ich finde es hier ganz angenehm, wenn das so alles hell ist. Weil ich finde durch den Schnee... Weiß ich nicht. Irgendwie komisch. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an zu leveln. Außer ihr sagt, es gibt irgendwas, was wir jetzt hier erkunden sollten. Aber vielleicht kommen wir auch vorbei an irgendwelchen... Alter, ich habe so... Seht ihr, wie viel Quests ich aufgespart habe? Also aufgedingst habe? Richtig krass. Okay. Ich würde sagen, wir gehen alle mal nach Moorland. Schau übrigens, falls ich voll ins Mikrofon schmatze. Ich habe jetzt ein neues Mikrofon. Das ist sehr gut eigentlich. Aber ihr hört halt auch alles, was ich mache. Okay, wir fangen da mal an zu leveln. Da können auch alle Nicht-Star Rider am Start sein. Lieblingspferderasse in Star Stable. Habe ich gar nicht so wirklich. Also ich mag gerne so sehr sportliche Pferde. Also so. Ich mag auch Ponys sehr gerne, aber ich habe jetzt nicht so eine spezielle Pferderasse. Obwohl ich die Jorvikschen Urpferde, also nicht diese Fantasy-Pferde, sondern diese... Aua! Voll auf die Zunge gebissen. Oh Gott. Die finde ich auch sehr nice, weil die sind so kuschelig. Aber... Genau. Ich habe pinke Schuhe an, weil ich mir dachte, ich setze heute einen Akzent zu diesem blauen Outfit. Und ja. Yeah. Alrighty. Kaufst du die neuen Morgans? Die können wir uns zusammen dann anschauen. Muss mal schauen, wo die überhaupt sind. Aber tatsächlich habe ich sie mir noch gar nicht so genau angeschaut. Sind die... Ich habe auch gehört, irgendwas wurde bei der Schnelligkeit vor den Pferden angepasst. Gibt es bei Championaten jetzt andere... andere schnellste Pferde? Gibt es irgendwie... Allgemein neue Sachen. Ich bin schon Ewigkeiten Champis mehr geritten. Stehen Firgrove. Sehr cool, dann muss ich da vorbei. Oh, ja, ich muss gleich mal auf meiner Igno schauen. Keine Sorge, ich habe niemanden mit Absicht auf der Dingsliste. Ich hatte bloß irgendwann im Winter ein Realistic Roleplay gefilmt und da einfach ganz viele Leute drauf gepackt. Ich werde gleich mal schauen, es tut mir sehr leid. Es ist keine Absicht. Genau. Lieblingsort in SSO. Ich mag den Fort Pinter Strand tatsächlich sehr gerne. Das ist total random, aber den finde ich sehr schön. Und ich mag das Grüntal. Ja, ich glaube, das sind so meine Lieblingsorte. Weil da ist es auch immer so leer im Grüntal, so schön. Das finde ich sehr angenehm. So, hier müssen wir wieder in die Fragen schauen. Ja, ihr könnt gerne alle mitleveln, mitreiten. Ja genau, Champi reiten wir vielleicht noch, aber nur das Moorland-Ding, weil das, also für das Goldblatt fehlen mir jegliche Skills und mir wurde gerade auch gesagt, dass die Champis ein bisschen aktualisiert worden sind. Das heißt, wir müssen vielleicht mal die neue Strecke abchecken. Hast du eine Freundin? Nein, gerade nicht. Levelst du gerne deine Pferde? Eigentlich, ehrlich gesagt, zurzeit nicht mehr so gerne, weil ich so ein bisschen diesen Sinn daran verloren habe, weil dadurch, dass ich ja gerade nicht so aktiv Championate reite, weiß ich nicht. Also ich mag es trotzdem schon noch, weil ich finde es sehr entspannt und beruhigend, einfach Pferde zu leveln. Aber irgendwie denke ich mir manchmal irgendwie, dann sitze ich da und denke mir, wow, ich habe irgendwie gerade... Zeit verschwendet, obwohl das ja jetzt vielleicht nicht unbedingt so ist, aber irgendwie, ja, ich bin eh ja nur noch sehr selten online
Also zumindest gerade. Und ihr hört übrigens meine Tastatur klicken. Ich habe nämlich so eine neue Tastatur. Ja, auf jeden Fall. Deswegen an sich sehe ich nicht mehr so krassen Sinn im Leveln. Aber ich habe schon gerne meine Pferde ausgelevelt. Deswegen, ja. Und vor allem so im Livestream oder so ist es halt. Oder allgemein, wenn man mit Freunden levelt oder so, ist es halt cool, weil man kann sich unterhalten. Ja, genau. Meinem Hund geht es sehr gut. Also, der lebt ja jetzt bei meinen Eltern. Deswegen bekomme ich von dem leider auch gar nicht so viel mit. Aber immer, wenn ich mit meinen Eltern FaceTime bzw. WhatsApp-Video telefoniere, frage ich immer meine Mutter so aus Spaß, ist jetzt schon so ein Insider bei uns geworden mit, lebt mein Hund noch? Ja, weil er ist ja schon sehr alt. Und natürlich hat man da manchmal ein bisschen Angst, aber ihm geht es eigentlich noch sehr gut. Genau, ich muss wieder hochscrollen. Ich habe so schlechte Augen, ich muss da voll nah eigentlich rangehen an den Bildschirm. Ich habe auch heute mitbekommen, dass es ist so mitten am Tag. Alter, habe ich gerade diese Flagge verpasst? Was passiert hier? Geupdatet worden ist heute an einem Freitag. Alter! Anscheinend war irgendwie das ganze Spiel ziemlich verbuggt. Also wie ihr seht, ich habe so ein paar Sachen mitbekommen, aber insgesamt mir fehlt der Überblick. Ich muss nochmal... Magst du Quests? Also ich glaube, mir würden Quests noch mehr Spaß machen, wenn ich... Oder mir würden sie mehr Spaß machen, wenn ich actually mal den Questtext durchlesen würde. Ja, mein Problem ist halt, dass ich es nicht wirklich durchlese. Und dadurch macht mir Questen nicht so wirklich Spaß. Es ist halt einfach nur dieses Hin- und Herrennen, um XP zu bekommen. Und ich bin auch, wie ihr wisst, ich weiß nicht so wirklich was von der Storyline. Aber ich muss schon sagen, mit so Quests gibt sich Star Stable eigentlich sehr viel Mühe. Aber ich schätze es irgendwie nicht so wert. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich musste mal was snacken hier. Oh, das ist eine gute Frage. Was würdest du am meisten an SSO ändern? Das Ding ist, ich habe da nicht so wirklich eine Antwort drauf, weil... Oh, das Pferd ist schön. Weil mir gefallen natürlich ein paar Sachen an SSO nicht. Aber ich wüsste halt auch nicht so spezifisch, was man ändern kann. Eigentlich super destruktiv. Also, ich würde halt gerne wieder das alte SSO zurück, aber das ist jetzt auch nicht so eine super Kritik. Weil das hatte auch viele Fehler. Und... Ich glaube, viele SSO-Spieler, die das halt schon lang spielen, schweben auch so ein bisschen so in dieser alten oder erleben so diese Nostalgie und wollen gerne das alte SSO zurück, obwohl es nicht unbedingt viel besser war. Deswegen, ja, ich habe nicht so wirklich Punkte, die ich speziell... Eine Sache, die ich mir wünsche, das ist ziemlich random, aber dass dieser Tierarzt günstiger wird. Weil manchmal bin ich so ewig nicht online, will aber Championate reiten, mein Pferd ist so schlecht gelaunt, ich will mir halt auch nicht mal... Haben wir Stallhilfe gratis bekommen? Mein Pferd ist gut gelaunt, das freut mich gerade voll. Aber normalerweise, der Tierarzt ist voll teuer und das nervt mich extrem. Macht ihr Clubtreffen in eurem Club? Ich war schon länger nicht mehr dabei, aber ich hatte neulich mal der Jana in unserem Club versprochen. Ich glaube, das ist kein Rennen, das ist eine Quest. Dass ich mal wieder zum Clubtreffen komme. Also ja, wir machen Clubtreffen. Und ich glaube, also zumindest was mir erzählt worden ist, haben wir, glaube ich, gerade, ich bin ja als Clubleiter schon länger zurückgetreten, sehr viele Clubleiter, was sehr cool ist. Weil dadurch gibt es natürlich viele Clubtreffen. Und nicht jeder muss immer eins machen. Ja. Genau. Warte, oh Gott, ich kann nicht gleichzeitig rennen und die Fragen lesen. Was snackst du? Ich snacke Joghurt-Gums von Katjes. Das sind so, keine Ahnung, vegane Gummibärchen oder vegetarisch wohl eher. Ja, die schmecken sehr gut und die sind nicht ganz so süß, weil ich vertrage so, also ich vertrage allgemein industriellen Zucker nicht gut. Deswegen kann ich fast keine Süßigkeiten so richtig essen. Ja, aber das hier geht noch, obwohl da schon auch einiges an Zucker drin ist. Wovon ich aber eigentlich sofort in Notaufnahme geliefert werden kann, ist halt so wirklich Haribo-Gummibärchen. Und ganz schlimm ist bei mir so Mauern, diese Mauernkugeln.
Also da bin ich danach nicht ansprechbar eigentlich. Die Rennstrecke ist verbuggt. Okay. Okay, stimmt. Ich wollte die ignorieren. Sorry, Leute. Ach, hier kann ich auch machen. Wie gesagt, das ist keine Absicht. Ich habe nur eben das Video gedreht und habe dann ein paar Leute rauf. Sorry, sorry. Okay. Mann, ich habe wohl viele Fragen verpasst. So, hier bin ich wieder. Wie war deine Woche? Meine Woche war irgendwie super, super, super stressig, weil ich eigentlich, heute ist Freitag, ja, eigentlich heute ja, eine wichtige Sache so von meiner Uni aus hätte. Wurde jetzt aber spontan abgesagt und ich bin jetzt auch krank und der ganze Stress fällt so ein bisschen von mir ab und irgendwie, ja, es war sehr stressig, hatte irgendwie keine freie Minute. Aber ja, jetzt muss ich erstmal gesund werden, ein bisschen ausruhen und dann nächste Woche wieder starten. So. Was? Ach, das war noch nicht die Rennstrecke. Ich check's nicht. Ich glaube, ich muss erstmal meine XP abholen. Und dann würde ich sagen, reiten wir nach Silverglade. Und von da dann. Ach egal, dann fahren wir nach Fairgrove irgendwann und holen uns da die Morgans ab. Hilfe. Oh Gott, kommen alle hinterher. Ich fühle mich immer voll schlecht, wenn ich auf einmal losrenne. So, meine Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarben sind einmal, also zum Anziehen liebe ich, also an Klamotten technisch, liebe ich schwarz, weil ich bin blond und bin, also aus irgendeinem Grund steht mir schwarz an Klamotten sehr gut. Ich habe eigentlich auch fast nur schwarze Klamotten. So ein Fun Fact über mich ist, dass ich nur schwarze und weiße Wäsche mache. Und Moment, ich wollte gerade zur Quest anstatt zum Rennen. Genau, aber an sich so als Lieblingsfarbe so von einfach Gegenständen und Farben, die ich schön finde, liebe ich Babyblau. Das sieht man, glaube ich, gerade auch in meinem Outfit. Ich habe auch auf meinem Schreibtisch so ein babyblaue, ja, ist nicht so wie ich Tasse, ist eher so ein Becher. Und ja, also hellblau, Babyblau finde ich sehr schön. Ich habe auch einen Lieblings-Sport-BH, der ist hellblau, aber der steht mir nicht so gut. Irgendwie macht mich die Farbe blass, also klamottentechnisch ist es dann eher wiederum schwierig. Discord-Server bin ich eigentlich nur auf meinem Club-Server. Ich glaube noch irgendwie so ein, zwei andere, weiß ich aber nicht genau. Ich bin aber auch gerade gar nicht so wirklich oft auf Discord. Also nicht auf meinem Star-Stable-Discord. Hilfe. Wie viele Pferde hast du? Das? Oh, das ist gerade voll der gute Dings. Ich weiß es gerade, aber auch gerade wirklich nicht mehr. Ich habe die aber gezählt, weil ich habe alle meine Pferde-Video gemacht und das werde ich hoffentlich in den nächsten Tagen hochladen. Und ja, ich war aber selber überrascht, wie viele es sind. Also ja, weil früher fand, ich weiß noch, als ich so mit StarStable angefangen habe und so Videos geschaut habe von Leuten, die ihre Pferde gezählt haben und dann so gesehen habe, wie viele Pferde die haben, war ich so richtig geschockt. So, was wollt ihr mit all den Pferden? Jetzt habe ich irgendwie selber so viel. Ja. Ah, genau. Wegen der Frage, was ich an StarStable anders machen würde. Ganz dringend. Also ich verstehe auch, warum das StarStable nicht macht, aber ich bin trotzdem nach wie vor dafür, dass man, oh Gott, Pferde für Starcoins verkaufen kann, weil mich so viele von meinen Pferden, die ich mal gekauft habe, nerven. Und ich meine schon klar, dass man die nicht für den gleichen Preis wieder verkaufen kann, wie man sie gekauft hat, weil das würde keinen Sinn machen. Aber dass ich, wenn wenigstens irgendwie 1000 Starcoins dafür bekommen könnte und nicht nur gammelige Jorvik-Schillinge. Das würde schon alles sehr viel besser machen. Okay, ich lese mal wieder durch. Warum sind eigentlich so viele hier am Start? Ist der Server 1 offen oder seid ihr alle zufällig auf Server 1? Das ist ja schon krass. Okay, ich muss mal runterscrollen. Ach genau, Interface.
Das habe ich noch nicht so mitbekommen. Das Interface sieht dann so aus wie auf dem Handy. Also dann mache ich wirklich einen Aufstand. Dann fahre ich nach Norwegen, Schweden, Dänemark, wo auch immer Star Stable Headquarter ist. Weil dieses Interface, also falls ihr das hier so meint, das finde ich super schön oder auch super angenehm. Und wenn das geändert wird, werde ich sauer. Okay. Ich lese hier noch ein paar Fragen durch, dann reite ich mal weiter. Ja, ich mache da ein Abschlussfoto. Das neue Pferdebindungssystem. Was meinst du mit Pferdebindungssystem? Ich habe das nicht mitbekommen. Trainierst du regelmäßig? Wenn ja, und wie oft, wie lange? Sorry, ich bin gerade komplett raus. Wahrscheinlich, weil es um Sport-BH ging, geht es ums ins Gym gehen, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Sag mal Bescheid. Okay, wir reiten wieder weiter, sorry. Einfach wieder weggerannt. okay, jetzt bin ich wieder mit den Fragen am Start. Das ist sehr, sehr geil. Der Stream bleibt ziemlich wahrscheinlich on. Meistens bleiben meine Streams immer nur so 2 Wochen on, weil dann finde ich es cringe und nehme die wieder runter. Aber ich lasse die erstmal on, ja. Ging darum. Ja, genau. Ich trainiere regelmäßig. Eigentlich fast jeden Tag. Also kommt drauf an, wie ich Zeit habe und sowas. Aber angenommen, ich habe Zeit, gehe ich eigentlich fast jeden Tag. Einfach, weil ich es brauche. Also ich muss mich nicht irgendwie, keine Ahnung, zum Sport zwingen oder sowas. Ich muss mich eigentlich zwingen, nicht zu gehen. Genau, beziehungsweise jetzt gerade wird es weniger, weil ich jetzt auch angefangen habe zu boxen und ich gehe halt 2-mal die Woche zum Boxen, dann gehe ich nicht auch noch ins Gym. Aber ja, grundsätzlich fast jeden Tag. Wie lange? Unterschiedlich. So wie ich Lust habe. Meistens so 1 Stunde, 1,5 und dann halt noch so hin, zurückfahren und so weiter. Genau. Nee, ich bin gar nicht auf dem neuesten Stand mit den Dingern, Updates. Die XP anders verteilt werden und an sich die Level oder halt das Leveln verändert wird. Was? Von den Pferden die XP? Also wie jetzt? Also falls da jemand schon andere Infos hat, wie das Leveln verändert wird, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich glaube, ich muss einfach mich mehr hier informieren. Ich würde sehr gerne wirklich eure Freundschaftsanfragen annehmen, aber wenn ich jede Anfrage annehme, dann ist halt meine Freundschaftsliste voll. Und dann kommen manche drauf, manche nicht. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme halt nur Freunde, die ich auch in echt oder so kenne, auf meine Liste. Und ja, nehme sonst erstmal keine an. Man kann dann, was? Man kann den nächsten Pferden 2 Stunden ausleveln. Das ist ein Game Changer. Ich weiß nicht, ob ich das cool oder nicht cool finden soll. Aber das ist sehr interessant, obwohl so viele Rennen, wie es jetzt gibt, kann man eh, also früher hat es ja 5-6 Tage gedauert, bis man ein Pferd ausgelevelt hat. Inzwischen gibt es so viel Rennen in SSO oder Möglichkeiten, Pferde-XP zu bekommen. Das geht manchmal schon so in 3 Tagen jetzt vielleicht, 2, keine Ahnung. Okay. Wenn man schnell ist. Man kann dann nicht gleich galoppieren. Was? Wie weird ist das denn? Also einerseits, also jetzt was ich bisher gehört habe, es klingt cool, weil es realistisch ist. Aber ich glaube auch, es nervt mich irgendwie. Ich muss mir das anschauen, wenn das da ist. Ich verstehe aber auch nicht, warum man immer krampfhaft irgendwas ändern muss, weil so wie es jetzt ist, ist es doch eigentlich cool, oder? Guckst du GNTM? Nein. Mich nervt es auch sehr, dass es wieder kommt, weil ich habe irgendwie, ich weiß nicht, mich nervt es einfach nur, Videos davon zu sehen, sei es auf Instagram, TikTok, sonst was. Früher war ich sehr großer Fan eigentlich davon, also mit so, als ich so, ja, wie alt war ich? 2014?
Alter, da war ich so. Ich kann nicht rechnen, aber ich glaube, ich war so 10 Jahre alt. War so mein größter Traum, irgendwann selber damit zu machen. Aber inzwischen, also jetzt abgesehen von diesen ganzen Kontroversen und sowas, ist ja eh ein Ding für sich. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, ich finde es auch einfach irgendwie ist langweilig geworden. I don't know. Also die beste Staffel ist meiner Meinung nach, keine Ahnung, ob ihr da auch das früher krass gefeiert habt, vielleicht verstehen wir uns, aber meiner Meinung nach die beste Staffel war 2014. Ich habe das geliebt. Also auch danach so, war noch ganz cool und kurz davor, aber 2014 war wirklich so eine nice Staffel und ja, aber irgendwie heute, I don't know, es machen auch komische Leute damit, to be honest. Ja, genau. Cybermobbing, alles Mögliche. Ja, aber wie gesagt, abgesehen davon, so mich interessiert es auch nicht mehr so wirklich. Jetzt ist mir so ein Gummibärchen runtergefallen. Oh mein Gott. Jo. 3-Sekunden-Regel, Leute. Moorlandschein, wie ist das jetzt? Ich wollte eigentlich hin. Man kann dann irgendwann das Pferd rufen. Oh, das ist cool, weil das ist so für Boden, also so bodenarbeitsmäßig sehr cool. Das ist nice. Okay. Dann, let's go zum Moorland-Jumpy. Ja, wir haben noch Zeit. Wir machen hier noch ein paar Rennen. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum mein Pferd gute Laune hat. Anscheinend haben wir wirklich gerade Stall bekommen oder irgendwas. Aber ist auf jeden Fall sehr cool. Man kommt pro Level eine neue Fähigkeit. Interessant. Hä? Mein Pferd läuft gerade voll schnell. Seht ihr das? Das ist sehr komisch. Vielleicht bin ich es auch einfach nicht gewohnt, weil ich meine Pferde nie versorge. Mein Club heißt Victorious Horses. Den kennt... Oh, ich öffne gerade absolut nicht meinen Club. Den kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr auf Server 1 ein bisschen Championate rumreitet. Ja, ich bin... Oh, ich hab verschluckt. Früher auch sehr viel Championate geritten. Und eigentlich habe ich auch Lust, wieder anzufangen. Jetzt, wo mein Pferd ja anscheinend versorgt ist, können wir gleich wieder reinstarten. Aber wir müssen erstmal die Strecken üben. Das finde ich so schade. Ich habe die früher perfektioniert und jetzt wurde das 1000-mal geändert. Schönes Wochenende wünsche ich dir auch. Jetzt ist es, fällt gerade ein bisschen der Stress ab. Wahrscheinlich ist es auch der Grund, warum ich krank geworden bin. Aber es tut mal wieder gut, irgendwas anderes zu machen. Hier mal Star Stable zu spielen. Oh, ich habe heute übrigens Neues, weil irgendwie... Heute war ich mal wieder so... Weil eigentlich spiele ich ja nicht mehr so viel so PC-Spiele. Auch weil ich keine Zeit habe, aber auch einfach, weil mich irgendwie vieles... Also, ich weiß nicht, ich bin so ein ganz schwieriger Typ bei PC-Spiele spielen. Mich spricht vieles nicht so an und ich finde das... Einerseits auch gut, dass ich nicht mehr so schnell süchtig quasi nach sowas bin wie früher, aber irgendwie, ich kann mich sehr schwer für was begeistern irgendwie und vor allen Dingen so Fantasy-Spiele fühle ich nicht so wirklich und viele so Ballerspiele auch nicht und ja, heute habe ich so ein ganz chilliges Spiel angefangen. Irgendwie ist das mir jetzt auch langweilig geworden, aber das heißt Lake und zwar, das hat eigentlich nicht wirklich eine krasse Storyline. Man ist basically einfach Paketbote in so einem Dorf, aber irgendwie war das super chillig zu spielen. Das war sehr angenehm. Und ja. Video mit Finja, aka Leonie McForce, kommt auch bald wieder. Diese Postboten-Ding. Ja, das ist so nice. Also, ich habe jetzt, glaube ich, bei Tag 2 oder so. Ich finde es gerade ein bisschen langweilig, weil man macht halt irgendwie nichts außer Pakete austragen. Aber ich weiß nicht, vielleicht fängt das bald auch an, dass man ein bisschen mehr mit den Bewohnern eine Connection aufbauen kann. Würde Morland nicht mitreiten, weil der Cheater ist da. Es gibt wieder Cheater, man kann wieder cheaten. Ganz ehrlich. Einfach nein, wenn ihr es nötig habt zu cheaten. Nein, also nee. Man kann auch romantisch, das habe ich gehört. Aber bisher bin ich irgendwie nur mit irgendwelchen seltsamen Stadtbewohnern auf einer ganz platonischen Ebene. Aber wie gesagt, vielleicht kommt das noch.
Mal sehen. Also falls ihr, wie gesagt, ich bin sehr picky bei sowas, bei PC-Spielen, aber falls ihr mir gute Spiele empfehlen könnt, die nichts mit Fantasy zu tun haben, ich weiß, das schließt fast jedes Computerspiel aus, nicht extreme Ballerspiele sind, also einfach so quasi eine Storyline haben. Weißt du, wo man so ein anderes Leben führen kann, einfach ein bisschen so eine Storyline, aber so auf das echte Leben angelehnt. Falls ihr irgendwie sowas empfehlen könnt, gerne. Und auch andere Pferdespiele natürlich. Ich habe heute auch voll verzweifelt, wirklich eine Stunde lang nach einem Spiel gesucht, was ich mal ganz, ganz früh als Kind gespielt habe. Das war so ein, wo man auf so einer, in so einer Wüste war und so Wildtiere zähmen konnte und sowas. Aber ich habe das nicht gefunden. Ich habe alles abgesucht. Ich habe dieses Spiel nicht gefunden. Mich richtig genervt. Okay. Nein, ich habe keinen Nintendo Switch. Ich habe nur meinen PC. Wenn man das Rennen bei Syndra macht, werden die Werte extrem hoch. Wie meinst du das? Kannst du das nochmal genau erklären, was man da für ein Rennen macht und was für Werte da hochgehen? Ich bin interessiert. Sorry, ich muss wieder die Fragen antworten. Nein, ich heiße in echt nicht Emily, aber so ähnlich. House Flipper! House Flipper habe ich noch nicht gespielt, aber habe ich heute auf meiner Recherche gefunden. Weil ich habe so eingegeben, Spiele ähnlich wie Sims 4, weil das ist ja schon auch so real-life-mäßig. Man kann Charaktere dingsen und dann haben die so angesprochen, ja, wenn das Bauen in Sims 4 so Spaß gemacht oder Sims 3 Spaß gemacht hat, dann probiert das. Das werde ich vielleicht auch mal ausprobieren. Ja, das klingt gut. Life is Strange habe ich auch schon geschaut. Oh, was ist Stay? Stay muss ich hier aufschreiben. Aber Life is Strange, ist das nicht auch so ein bisschen Horror-Ding oder? Ich schreibe mir das alles auf, Leute. Das wird was. Ja, Video auf dem Zweitkanal. Wenn, dann habe ich überlegt, da mal Let's Plays von anderen Spielen zu machen. Also, mal sehen. Okay, ich muss mir alle guten Spiele, die ihr schreibt, aufschreiben. Ich will es nicht. Was ist denn Dreamlight Valley? Ich muss das später alles recherchieren. Minecraft. Ich war früher richtig obsessed mit Minecraft, aber irgendwie ist es nicht mehr so wirklich meins. Nee. Ich brauche auch irgendwie eine coole Grafik. Das ist auch das Ding. Du machst einfach das Rennen Ford Pinter und die Werte deines Pferdes gehen den Himmel. Ist das ein Cheat? Also jetzt, for real, ist das ein Cheat? Weil wenn ja, dann mache ich das nicht. Aber okay, wir lassen es erstmal abholen. Und ich hole mir jetzt, also ich hole mein anderes Pferd, mein Champi-Pferd und gehe jetzt zum Champi nach Ford Pinter. So. Das erste Pferd, was ich sehe, kaufen. Das könnte ich mal machen, ja. Ranch of Rivershine. Ich habe hier so eine ganze Liste. Das erste Rennen, was man von Pinter macht, bekommt man, wenn man das macht. Okay, also du meinst diese Werte hier. Aber das ist unfair. Hä, warum hat das Pferd weniger Laune? Jetzt, ich verstehe es nicht. Egal, ich hole mir jetzt erstmal ein neues Pferd. Aber wenn das so cheatmäßig ist, dann will ich das nicht machen, weil ich will nicht hier die Champis deswegen gewinnen. Ist das ausgelevelt? Violet Crush? Yes! Wir werden jetzt den Champi reiten. Ich brauche bloß noch meine... Ich habe meine ganze Ausrüstung hier weggepackt. Obwohl, ich kann auch die anziehen. Die haben auch Werte. Dann fehlt mir aber immer noch meine Clubjacke. Wo ist meine Clubjacke? Ich bin schon so ewig keine Championate. Hier ist die Clubjacke. Juhu. Dann habe ich alles, oder?
Perfekt. Okay, let's go. Oder gibt es jetzt ein schnelleres Pferd? Okay. Ich muss wieder durchscrollen. Das ist kein richtiger Cheat. Okay. Ich glaube, ich mache es trotzdem lieber nicht. Ich bin ängstlich, dass ich hier... Das heißt, Emily Stonepot cheatet. Die Moorland-Stelle. Sehr gut. Okay. Stay, das ist schon auf meiner Liste. Ist ein Bug, okay. Man putzt, oh, das ist geil. Ich liebe Putzen in echt. Ich liebe es, meine Küche zu putzen. Ich gehe jeden Tag mit so einem Glasreiniger über mein Herd drüber. Ich weiß nicht, das ist einfach toll. Ich schaue mir auch manchmal auch auf Instagram. Kennt ihr, also das ist eigentlich, das finde ich richtig dumm. Also es gibt zwei Arten von Videos. Das eine finde ich cool. Das ist so Leute, die so eine ganz verdreckte Wohnung sauber machen. Was ich immer ein bisschen dumm finde. Ich bin aber trotz... Wie sieht dieser Champi-Platz? Was ist hier passiert? Ist man da nicht mehr von links reingekommen? Okay, das ist sehr weird. Warum sind hier außerdem Shops? Das ist so... Ey, Leute, wisst ihr? Das hat den gleichen Vibe wie im Supermarkt. Diese Quengelware, die vorne bei der Kasse liegt. Hier, man wartet aufs Champi. Einem ist langweilig. Und man geht erstmal shoppen. Meine Nase ist verstopft. Was wollte ich sagen? Und es gibt diese Restocking-Videos, wo so Leute in ihrem Kühlschrank irgendwie alles da reindingsen. Das sind aber auch immer nichts gegen Amerikaner, aber das ist auch so ein Ding. Absolute Umweltschweine. Die haben dann jeden Käse und sowas zehnmal einzeln verpackt und schütten alles um und räumen das in ihren tollen Kühlschrank rein, wo ich mir denke, ja, es ist sehr entspannt anzuschauen, das gebe ich zu. Aber du hast ewig viel Arbeit, produzierst eine Tonne Müll dafür, dass dein Kühlschrank cool aussieht, weiß ich nicht, ob es das wert ist. Finde ich nicht so sinnvoll. Tales of Rain. Kommt alles auf meine Liste. Alles auf meine Liste. Auch schon reingeschrieben, dass der Cheatback ist. Ach so, okay. Dann ist gut. I question the game. Davon habe ich schon gehört. Die Araber-Pindos sind jetzt langsam. Excuse me, was? Hilf mich. Oh, ich bin aus dem Spiel rausgegangen. Ich brauche Aufklärung. Das Pferd, auf dem ich jetzt reite, ist, also meinst du mit langsam so schnell wie die anderen oder langsamer? Die guten alten Zeiten, als noch die Appaloosas die schnellsten waren. Dieses Red Dead irgendwas Dings, also dieses Cowboy-mäßige Spiel, glaube ich, ist das. Fand ich irgendwie bisher vom Zusehen nicht so cool. Also es hat eine absolut Bombengrafik, aber irgendwie hat mich die Handlung da noch nicht so ganz überzeugt. Aber ja, vielleicht muss ich das doch einfach mal probieren. Die Persche oder wie auch immer die heißen, diese Kaltblüter sind die schnellsten. Also hier sind sehr viele mit diesem Pferd. Aber ich kann das nicht glauben, das sind so riesige Viecher. Oh, das ist ja dann ein süßes Team hier. Wie heißt das? Freedom... Nee, die sind doch... Freedom Racers. Die haben ja ein süßes Club-Outfit. Aber als ob das die schnellsten Pferde sind. Das kann ich nicht glauben. Ich leugne... Also, nee. Glaube ich nicht. Stray heißt das Spiel. Okay. Ich glaub das nicht. Das sind so riesige Pferde. Das passt nicht in meine Welt. Die weißen Stimmen machen die schneller. Benutzen die in der ja, erklärt mir bitte, auf was ich gleich achten muss im Moorland-Champ, was irgendwie Neues ist. Aber was für Stürme? Ströme? Ich bin so verwirrt. Wir werden gleich einfach sehen. Ich hoffe, ich bin nicht enttäuscht, wie sich Champis verändert haben. Pferde sind reduziert.
Das ist auch geil. Was für Pferde sind reduziert? Ach, wir schauen einfach gleich mal rum und schauen auch neue Pferde an. So. Ach, in Moreland sind die. Das schauen wir uns gleich mal an. Okay, eine Minute noch. Snacke nochmal einen letzten Joghurt-Gum vor dem Champi. Die morgens schauen wir uns dann an. Jetzt schauen wir erstmal hier nochmal. Ich gehe nicht da. Oh, was ist das? Magst du Meisterschaften? Auf jeden Fall. Ja. Schnell, das aber das Trumpy schwingt gleich an. Rede schneller. Was will sie denn jetzt von uns? Nein, später. Keine Zeit dafür jetzt. Gibt's hier noch was Nices? Oh. Na. Boah, Sushi könnte ich mir auch mal wieder bestellen. Aber ich habe mir... Ihr wisst, oder manche wissen, dass ich kann eigentlich nicht so wirklich kochen. Ich habe mir jetzt aber gestern Nudeln, Käse und so griechischen... Oder irgendeine... Honigquark? Nee, wie heißt das? Joghurt, egal. Ich habe mir auf jeden Fall irgendwas geholt. Und ich werde später Mac and Cheese selbst machen. Also diese Käsenudeln. Gruppe 3. In welcher Welt bin ich in Gruppe 3? Was ist die? 21, 21. Das ist ja süß auch. Das ist cute. Aber warum? Warum bin ich nicht Gruppe 1? Das ist so komisch. Also weil ich, okay, weil ich jede Story-Quest gefühlt seit 2 Jahren verpasst habe und halt andere im Level... viel höher gestiegen sind. Ich werde diesen XP nie aufholen können, aber trotzdem. Ey, ich beneide euch alle, die Skifahren, weil ich kann nicht wirklich Skifahren. Ich finde das so geil, so diese Familien, die so einen jährlichen Winterurlaub so Skifahren machen. Ich finde das richtig cool. Den Gutscheincode habe ich schon eingelöst. Moreland für die Gamaschen. Ja, eigentlich schon. Aber warum ist mein Level dann so niedrig? Warum bin ich Gruppe 3? Vielleicht machen auch gerade sehr viele Weltchampionaten mit. Okay, wir werden sehen. Mal schauen. Also wenn ihr sagt, das sind die schnellsten Pferde, erwarte ich auch, dass die hier gewinnen. Naja, dann muss ich wohl mal schauen, ob ich welche von meinen Riesenteilen schon ausgelevelt habe, wie auch immer man jetzt ausspricht, oder ob ich das noch machen muss. Okay, let's go. Ich sehe schon mal was mir nicht gefällt. Ich weiß nicht, warum es sowas geben muss. Das gibt mir einen ganz komischen Vibe von irgendwelchen Minion-Handyspielen oder so einem komischen Ding. Ich sehe nicht den Sinn, warum es so unrealistische Stürme geben muss. Das, I don't like. Was soll das? Was soll dieses Flugzeug? Ich bin geschockt von Star Stable. Bitte, ich möchte sofort alle Updates der letzten Wochen rückgängig gemacht haben. Was soll das? Was passiert hier? Ich will doch einfach nur die Chompies, wie sie vor 2 Jahren waren. Das war so unbesonders. Einfach ganz... Gehe ich einen richtigen Weg? Ich kann es nur hoffen. Irgendwie... Oh, 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 ja, gehe ich. Oh, hier ist dieser krasse Hang ist weg. Ja, irgendwie bin ich nicht so begeistert. Aber Platz 8, wir sind gar nicht so schlecht. Dafür, dass ich gar nicht weiß, was abgeht. Macht mich richtig nervös. Ist hier noch ein Zaun? Ja, hier ist noch ein Zaun. Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, was passiert hier? Was zur Hölle? Warum rennen jetzt welche an mir vorbei? Warum sind die jetzt schnell? Ja, okay, 8. Wer hat gewonnen? Ich glaube, einer mit diesem Riesending hat gewonnen.
Ich bin geschockt. Ich bin geschockt, wie die Dinger aussehen. Ich muss erstmal wieder runterkommen. Auf 180. Was war das? Ja, gut. Oh, was ist das da für ein... Ist das ein neues Morgan, auf dem die Athena da hinten reitet? Das muss ich mal kurz abchecken. Finde ich die jetzt hier? Hallo? Hilfe? Was ist das hier für ein Pferd? Ist das ein Hacker? Ich weiß gar nicht, was hier passiert. Ich finde auch gerade die mit dem Morgan nicht mehr. Das ist ein Hacker, okay, das dachte ich mir. Ja. Ich würde sagen, wir lassen uns erstmal abholen. Nee, okay, Reihenfolge. Wir schauen uns die reduzierten Pferde hier in... du suchst permanent Kaffee, was? Wir werden uns die reduzierten Pferde in Moorland anschauen. Dann werden wir uns die Morgans at Fairgrove anschauen. Dann lass sie mich abholen und schau mal, ob wir entweder dieses unaussprechbare Kaltblut-Percheron oder wie auch immer das heißt, da sind die Pferde, holen müssen oder ausleveln müssen oder einfach Trumpy-Ausrüstung draufziehen müssen und dann eventuell irgendwas leveln. So, let's see. Das ist ein Pasofino und der ist sehr, sehr hübsch. Für 690, das ist ein Schnapper. Oh mein Gott, die sehen aus, die glänzen so schön wie diese Breyer-Pferde. Wisst ihr, diese XXL-Dings-Version, also ähnlich wie Schleich. Oh mein Gott, die sind so schön. Also die sehen, glaube ich, im echten Spiel nicht so... Ja doch, die sind schon richtig schön. Alter. Weiß jemand, wie lange die hier noch reduziert in Moorland stehen? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche alle. Die sind schon sehr schön. Männer ändern. Pferdekauf. Ja, aber wenn dann in einem Video... Wie süß. Oh mein Gott, ich bin richtig in love. Richtig schön. Bis nächste Woche Mittwoch. Oh, da muss ich mich ja mal ranhalten. Dann muss ich mein, Ding machen. Sharky, oh mein Gott. Du kamst gerade mit so einer guten Idee, das stimmt. Sharky ist diese Rasse. Da ruft mich gerade jemand an. Nein, das ist der falsche Zeitpunkt. Genial, du kriegst eine Medaille von mir für diesen Einfall. Da bin ich selbst nicht mehr drauf gekommen. Ich kenne meine eigenen Pferde nicht mehr. Wie kann ich meinen FaceTime hier abbrechen? Mein Handy klingelt einfach weiter. Ist okay. So. Jetzt will ich ein bisschen raus. Nächsten Mittwoch kommen neue. Ist das jetzt öfter so, dass... Ich lieb's auch, wie da oben einfach so Pferde steht. Dass jetzt öfter welche reduziert sind. Dann traue ich mich ja gar nicht mehr, Pferde zu einem Originalpreis zu kaufen, wenn immer was anderes ist. Wir sind gerade voll viele im Stream. Warum sind wir so viele dafür, dass ich nicht so aktiv bin? Ja, also danke an jeden, der da ist. So... Pasofinus. Ja, also ich finde die Pasofinus auch echt schön. Hier sind auch, also auch ein Pasofino. Ach so, hier stehen wahrscheinlich gerade einfach alle. Ah, hier sind Andalusia. Alter, warum habe ich mir die mal zum Originalpreis gekauft? Das nervt mich schon ein bisschen. So, gibt es hier noch irgendwas? Nö. Muss man hier noch irgendwas abchecken? Diese Schilder killen mich irgendwie. Die sind super witzig. Hier gibt es noch einen Shop. Was ist das? Ist das hier einfach so ein random Pop-Up-Store? Sehr seltsam. Ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert. Es kommen jede Woche neue rein. Nächsten übernächste Woche kommen andere. Sehr komisch. Ja. Gut, dann ist es so, ne? Warte, ich wurde gerade gefragt, ob wir noch Fort Pinter reiten. Wann ist denn das? Oh ja, das reiten wir schon noch. Jetzt haben wir das hier aber gesehen.
Danke, dass ihr mir das gezeigt habt. Da muss ich auf jeden Fall mal shoppen. Jetzt würde ich sagen, fahren wir aber noch nach Firgrove, denn es kommt der spannende Moment. Oh, ich glaube, ich muss mich abholen lassen. Ich finde ja keinen Transporter. Jetzt kommt der spannende Moment. Ihr könnt alle dabei sein, wie ich mir die neuen Morgans anschaue. Ich hoffe, sie sind schön. Ja, let's go. Uni läuft ganz gut. Es war jetzt ein bisschen stressig. Und ich muss, ist mir dann eingefallen, noch einen Termin eigentlich. Ich muss eigentlich, hätte eigentlich heute eine Mail schreiben müssen, um irgendeinen Termin neu auszumachen. Aber so, das ist okay. Ist okay. Ich muss wieder was trinken. Ich bin so durstig, weil ich gerade diese halbe Packung Joghurt-Gums gegessen habe. Oha, ich habe voll viel Starcoins. Ach, da hinten stehen die, glaube ich, oder? Hier standen mal die Curlys, das weiß ich noch. Okay, ich bin sehr gespannt. Ah, hier können wir ja gleich weiter. Oh, das ist irgendwie schön. Krass, sie sehen so anders aus, als ich mir sie... Obwohl, die haben so einen schönen Körperbau. Weil das Ding ist... Okay, der Muskel ist sehr krass definiert. Es ist irgendwie... Es spricht mich auch an, weil es ist ja eigentlich so ein bisschen so ein... Western-Pferd soll es hier sein, aber irgendwie ist es trotzdem so schön elegant. Also, okay, die Farbe sieht ein bisschen komisch aus. Das ist schön. Oh. Ja, das Pferd habe ich vorhin gesehen. Ey, ich glaube, so eins hole ich mir. Ich finde die sehr cool. Ich finde die sehr nice. Ja. Also ich mach ein Video draus. Wir kaufen die nicht jetzt. Ich muss mir auch noch mal eine Nacht drüber schlafen, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich diesen hier möchte. Auch wenn ich schon sehr viele komisch gescheckte und gefleckte Pferde habe. Ich mag den. Namen weiß ich noch nicht. Ich brauche, glaube ich, mal wieder neue Namen auf meiner Liste. Was ist das hier hinten? Hä? Seit wann gibt es so ein Finnpferd? Und warum sieht das so aus? I mean, das sieht sehr interessant aus. Crazy, das habe ich noch gar nicht gesehen. Double Trap ist auch ein Pferdschriften. Warum kennt ihr alle meine Pferde besser als ich? Und spricht man die jetzt eigentlich so aus? Wahrscheinlich sage ich es die ganze Zeit falsch. Egal, ich lasse mich mal abholen und schaue jetzt mal an, weil dann habe ich doch eigentlich echt ganz viele coole Chumpy-Pferde. Ich finde es nach wie vor komisch, mir vorzustellen, mit den Chumpies zu reiten, weil die sind so unförmig, die sind so groß und mit denen kann man doch keine Wendung reiten. Aber cool. Vielleicht haben Leute auch nicht bedacht und haben einfach nur gesagt, okay, das sind jetzt die schnellsten. Aber vielleicht hat keiner drüber nachgedacht, dass Pferde auch wendig sein müssen. Wer weiß. So, also. Leute meinten hier... Alter, ihr seid genial. Das stimmt. Das hier... Was ist ein Seelenross eigentlich? Was ist ein Seelenross? Egal. Double Trouble ist nicht ausgelevelt, aber Sharky. Ich liebe Sharky. Das ist voll cool. Ja, dann muss ich mich hier leider von Violet Crush verabschieden. Dann sind das hier jetzt wohl meine neuen Chumpy-Pferde. Ich habe Double Trouble nie ausgelevelt. Der ist aber so süß. Er hat gerade auch so ein Outfit an. Ja, irgendwie sieht das orange Outfit nicht so cool aus. Aber Sharky hat auch eine sehr süße Mähne. Dann ist das jetzt... Moment. Coole Ausrüstung und Kleidung. Ich habe einfach in meinem Star Stable-Leben inzwischen jeden Shop abgeklappert und alle coolen Dinge gekauft. Ihr müsst auch mal den unscheinbaren Shops eine Chance geben, dann findet ihr mal coole random Ausrüstung. Nicht unbedingt das, was neu reinkommt. Und ja, also da ist eine Sache, da bin ich Star Stable sehr dankbar, dass es so viele Outfit-Möglichkeiten gibt. Vom 10. Geburtstag, okay. Ja, dann ist das hier jetzt eine sehr emotionale Abschiedszeremonie von Violet Crush. Ja, danke, dass es mein Chumpy-Pferd war. Oh, nee, stopp, wie soll ich das machen? So, nicht noch die... was nehme ich mit? Die Satteltasche? Alter, was... Ja.
Hatte das Pferd gerade keine Schleife an? Egal, ich bin verwirrt. Das kommt jetzt hier mal dran. Das Pferd hatte wirklich keine Schleifen an. So, der Sattel, die Decke. Dann sind die im Schrank. Was hat sie vor? Ich habe vor, weil mir gesagt worden ist und ich einfach auf jeden höre, der jeden Kommentar reinschreibt, dass diese Pferde hier jetzt die schnellsten sind und dass ich jetzt mein Champion-Pferd wechsle. Ja, ihr gedenkt bald Crush, das finde ich super. Ey, das macht mich gerade schon traurig. Es hat mich, also der Schmerz gerade ist zu verkraften, aber ihr wisst nicht, ich war for real so traurig, weil da war ich auch sehr krass noch bei Championaten dabei, als ich mein Appaloosa, ja, das ist gerade sehr unangenehm, weil ich gerade sogar den Namen Jellybean hieß es, durch irgendeinen Araber-Pinto ersetzt habe. Da war ich schon unendlich traurig. Aber das hier gerade ist schon nochmal ein anderer, das gerade, also das war ein anderer Schmerz. Das gerade geht jetzt. Aber das war unvorstellbar. Aber wenn ich ehrlich bin, ich mochte die Araber-Pintos eh nicht so wirklich. Und ja, obwohl ich die jetzt hier auch sehr seltsam finde. Vor allem sieht mein Charakter so klein auf diesen Pferden aus. Also ich wollte mir jetzt eigentlich... Hatte ich nicht mal eine orange Schleife? Hatte ich nicht? Hatte ich nicht. Okay. Kann man sich vielleicht was... Oh, ich bin so krank, ich habe so ein Dings im Hals. Ich dachte, das hätte ich. Anscheinend nicht. Naja, egal. Ich will mir jetzt aber auch keine Schleife für 90 Starcoins kaufen. So, ja, blau. Ich hatte auch mal blaue an Sharky als Level-Outfit dran. Aber ja. Ey, nein, keine Sorge. Verkaufen würde ich kein Pferd, außer wenn es dafür Starcoins gibt. Aber dann auch keins, was mich jahrelang bei Chumpies begleitet hat. Keine Sorge. Hufeisen habe ich schon drauf, oder? Richtig. Ich habe die nur hier reingepackt. Sehr gut. Sehr gute Erinnerung. Die Pferde sind am besten für die Chums, wenn ihr gerade fliegt. Die morgens mit engen Kurven. Ah. Okay. Aber welches Championat? Woher weiß ich, welches Championat enge Kurven hat, welches lange gerade? Okay, Morland geht vielleicht eher geradeaus, oder? Ach, keine Ahnung. Ja, Fischerhut. Auch mal wieder ein guter Call. Es gibt keinen orangenen Fischerhut. Hat schon mal jemand darüber nachgedacht? Es gibt... Mein Kleiderschrank ist gerade eh unordentlich. Es gibt nur einen gelben. Das sieht richtig schlecht aus. Jetzt habe ich aber Hufeisen an, oder? Ja. Ist das Fort Pinter Jumpy denn jetzt... Die streiten vor meinem Stall. Ey, da muss ich hier jetzt mal... Jetzt gibt's aber was. Ist jetzt schon das Jumpy? Ich sehe meine Uhrzeit nicht. In 13 Minuten. Okay. Irgendwann musst du mal mit SSO Fischerhüte rausbringen. Das ist es. True. Ist so. Wer hat jetzt gestritten? Ich muss mal in den Sargchat schauen. Ich hoffe, es hat keiner gestritten. ich bin voll geschockt. Okay, let's go. Wir gehen jetzt, und ich schreibe das jetzt diesmal auch in den Chat, weil ich will nicht einfach wegrennen. Und ich schreibe das jetzt auch in den Chat und wir gehen jetzt nach Fort Pinter. Und, ja. Fort Pinter. Retten da das Chompy. Gibt es da irgendwas Neues, was ich beachten muss? Gibt es da auch so seltsame Windstrudel wie in Moorland? Gibt es da noch die Heuballen, die darunter rauschen? Oh, bin ich gerade so müde.
was muss ich beachten? Und warum fühle ich mich so krank? Hilft mir. Sollen wir hier einfach ganz lebensmüde runterrennen? Oha, es hat geklappt. Ich möchte ganz kurz diese Stallanfragen, nicht, dass ich da aus Versehen drauf klicke. Oh, ich kann hier 200 Jauwegschillinge, das ist ja immerhin etwas. Ein Partyhut, geil. Hufeisen, Bombe. Ist das besser als das, was ich gerade dran habe? Hallo? Nee. Was gibt's noch? Wo ist jetzt meine Post? Habe ich schon alles abgeholt. Warum wurde nur das Morland-Championat so krass aktualisiert? Und hier ist irgendwie nichts. Das verstehe ich nicht. Außerdem, warum wurde alles in Star Stable neu gemacht? Außer diese Championatsdamen, die noch dastehen wie Star Stable 1980 oder sowas. Aktualisiert doch auch mal diese armen Leute mit. Das verstehe ich nicht. Gut. Bild machen, klar. Warte, ich step mal ein bisschen aus der Masse raus. Passt der Name zu dem Welch-Pony in der App? Chip Chip. Chip Chip ist ein süßer Name. Ich kann mich bloß gerade nicht mehr an das Welch-Pony erinnern. Also das, was in der App war, aber ich finde, es passt auf jeden Fall zum Welch-Pony. So Schmerzen in meinem Hals. Ja, die steht da schon 43 Jahre, so sieht sie auch aus. Also das verstehe ich wirklich nicht. Wenn ihr alles außenrum updatet, warum sie nicht, die alte da? Fort Pinder wird nächste Woche gemacht. Okay, macht Sinn. Eigentlich nicht. Stellst du dich zu meinem Club? Stimmt, wo ist mein Club? Mein Club ist da. Ich werde da mal kurz einparken. Tüt, 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 tüt. Obwohl, nee, stopp, mein Stammplatz war immer hier. Es sind inzwischen so viele neue in unserem Club, die ich noch gar nicht kenne. Ich glaube, ich muss mal wieder zu Club treffen. Es war aber das einzig richtige Clubleiteramt niederzulegen, weil was würde ich jetzt machen, wenn ich keine Zeit habe? Und oha! Ich bin absichtlich hier runtergesprungen wie eine Wahnsinnige, weil ich dachte, hier ist immer noch diese absolute Nervtreppe. Ich bin auch froh, dass sie nicht mehr da ist, weil diese Treppe hat absolut keinen Sinn gemacht. Weil es war ein mega Herz, da runterzukommen, aber das ist so weird, dass es jetzt sowas da gibt. Ich muss gehen. Die neuen Klamotten sind überteuert. Gibt's sie im Global Shop? Bestimmt, oder? Ich muss hier alle Sachen wieder raus. Kleidung. Lass mal angucken. Hose. Okay. Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Original ich vorgestern. Oder gestern? Nee, vorgestern. Ich hatte so einen schwarzen Rollkragenpulli an. Mit so einer Kette. Exakt sah ich so aus. Ich will mir das holen. 9000. Ja, das hat doch gerade jemand reingeschrieben. Das sind wahnsinnige Preise. Geht's noch? Ich würde wünschen, man kann sich das irgendwie merken hier auf die Merkliste. Also den mag ich auf jeden Fall. Obwohl ich die Kette in Silber schöner finde als in Gold. Aber so ist okay so. Diesen Helm, so einen ähnlichen habe ich in echt, also diesen dunkelblauen Uwex-Dressurhelm, den irgendwie jeder hat. Und deswegen finde ich den cool und will ihn eigentlich auch haben. Wo ich schöner fände, wenn der hier auch so ein Logo drauf hätte, wie der. Die Westen sind nicht so meins. Helme kann man machen. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist ja auch sehr viel Braunes. Ich dachte, der Herbst ist vorbei. Oh, das ist nice. Ich bin gerade in so einem weirden Outfit. Okay, es gibt schon sehr viele neue Sachen, aber ja, wie ihr schon meint, es ist... Also hier gibt es auch mal sehr günstige Sachen. Die haben aber halt auch keine Werte so.
Schon sehr toll. Alter, das sieht so behindert aus. Okay, was gibt's für Pferde Neues? Let's see. Die Gamaschen sind sehr schön. Oh. Die sind auch süß. Obwohl, die sehen sehr dick aus. Ich weiß ja nicht. Das ist auch schön. Aber irgendwie gibt es nur jede Menge neuen Beinschmuck. Ach, ich bin lost. Ich bin ja auch bei Deko. Ich wollte auf alles gehen. Das sind so eher Barock-Sachen, ja. Süß. Wie viele unterschiedliche Trends es gibt. Das hätte man sich früher als Star Stable-Spieler auch nicht vorstellen können, wo es nur so ein Ding gab. Das sind schöne Satteldecken. Aber ich weiß nicht, warum die 10.000 Starcoins kosten müssen. Also, geht's noch? Frech. Okay, das ist jetzt eher nicht so mein Style. Ah, das ist süß. Okay, es gibt schon ein paar coole Sachen, aber es ist überteuert. Kann man sich jetzt eigentlich mal anmelden? Nö. Okay. Die sind zwar sehr schön, aber wenn man sich so ein neues Outfit mit Starcoins bezahlen will. Eben, also. Und mit Jorvik-Schillingen ist halt einfach unrealistisch, weil du musst tagelang irgendwie Jorvik-Schillinge sammeln, damit du dir dann irgendwann was holen kannst und alles ist weg und du kannst es dir nicht mal irgendwie nächste Fahrt mit einem Transporter leisten. Ist einfach frech. Ja, 100, meine ich. Aber ich meinte 10.000 Jorvik-Schillinge. Ja, Jorvik-Schillinge. Okay, ich hab's gemerkt. Belgischen Warmblüter, wo stehen die denn? Muss ich mir anschauen. Ist jetzt immer richtig geschrieben. Meistens. Oh, man kann sich anmelden. Juhu. Das ist auch ein süßes Outfit. Was ist das für ein Pferd? Ah, okay. Ja, ich glaube, ich muss mal die ganzen neuen Pferde abchecken. Warum ist eigentlich hier die Tageszeit jetzt schon wieder so auf gammelig Nacht? Wir wollen hier Tag haben, wir wollen es hell haben. Natürlich darfst du auch deinen Araber-Pinto bald crushen. Nein, ihr könnt gerne euch von meinen Pferdenamen inspirieren lassen. Nein, glaub nicht an mich. Ich werde dieses Championat nicht gewinnen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt gleich passiert, was mich erwartet. Wie diese Strecke aussehen wird. Die Musik ist so chillig. Alter, es gibt überall neue Quests. Bei diesen Champis alles gleich. Gibt's nicht solche Wirbelstürme wie in Moorland? Ach so, das war das, was ihr gemeint hattet, dass jetzt diese Woche erst Fort Pinter Champi komplett aktualisiert wird. Kann das sein? Die stehen beim Landgut, die belgischen Marmblüter. Erinnert mich gleich nochmal dran, wenn wir das Champi fertig gemacht haben. Und schauen wir dann nochmal vorbei. Okay. Immerhin bin ich ja, also ich bin jetzt hier eigentlich ganz gut am Start, weil ich habe Champi-Ausrüstung. Mein Pferd hat Bombe-Laune. Ich habe hier, was wollte ich sagen? Ja, und ich habe angeblich das schnellste Pferd. Also, ist super. Ich kann nicht aufsteigen, wo ist mein Pferd? Oh, sorry. Was passiert hier? Hier mal ein bisschen raus aus der Masse, dann verliere ich allerdings meinen Stammplatz. Oh mein Gott, Chef! Chef ist drin. Chef hat mich gestern nicht mehr angerufen.
Ja, also ich hoffe. Ich gebe mein Bestes bei diesem Championat. Ja, wir durften, also, beziehungsweise, was heißt wir durften? Wir dürfen bei uns im Club eigentlich auch nicht Server wechseln. Ich bleibe aber so oder so auf Server 1, weil es einfach mein Heimatserver ist. Ist hier in diese Insel geupdatet worden? Die sieht ganz anders aus. Chef hat gestern Abend Lebenskrise gehabt. Oh, das tut mir sehr leid. Chef 2 ist krank, aber wir können heute Abend unsere Lebenskrise besprechen. Übrigens haben alle gefragt, ob wir wieder ein Video zusammen machen wollen. Also, liebe Leonie McForce, lass uns mal wieder ein Video zusammen machen. Wer war von euch alles dabei, als wir, was heißt neulich? Das war vor Weihnachten, oder? Als wir vor Weihnachten den Livestream zusammen gemacht haben, der war legendär. Das FaceTime, ja. Bombe. Super. Ja, ich weiß noch. Also, falls du das meinst, ich habe heute vorhin beim Livestream einrichten dran gedacht. Ja, genau, an da, genau das. Livestream ein. So, 17 Sekunden noch. Ich glaube, ich werde wieder in Gruppe 3 oder sowas kommen. Obwohl, hier sind weniger Menschen. Oder es werden mir einfach nicht angezeigt, weil hier so krass viele Leute sind. Ja, okay, gut. Gruppen werden erstellt. Okay, er sagt mir Bescheid, liebe Leonie McForce. Wir hören uns, Chef. Streams online lassen, mache ich. Kuss geht raus, bis dann, gute Fahrt. Lemmy ist so ein witziger Name. Gruppe 3, ich war richtig. Oh, was ist das hier? Das ist bestimmt auch so ein. Ja. Diese. Also morgens habe ich schon angeschaut. Will ich? Ich muss. Nee, ich muss. Nee, so machen wir das jetzt mal. Ich schreibe jetzt mal eine Liste. Dann vergesse ich das. Also, morgens will ich. Ich will diese. Ich will. Ich will. Belgische Warmblüter wollte ich noch anschauen. Und irgendeine Rasse war es noch. Ach, Pasofinus. Fand ich so schön. Alrighty. Okay. Das Champi geht gleich los. Wir machen uns bereit, das Champi absolut zu rasieren. Wahrscheinlich rasiert das Champi eher mich. Aber let's go. Oh, ich habe so Rückenschmerzen. Oha, wir sind 199 Zuschauer. Wie das? Crazy. Ich küsse euer Herz. Wie lange warst du bitte nicht on? Lange. Lange. Welche Farbe von den Morgens willst du? Ich hatte mir vorhin diesen einen mit dieser. Ist das eine Scheckung? Der so quasi einmal waagerecht in N2 geteilt hat von den Farben. Den fand ich richtig schön. Ich muss mir, glaube ich, nochmal alle in Ruhe anschauen. Ich habe schon einen. Okay. Ja, okay, es hat sich bisher wirklich nichts verändert. Ich merke aber, ich kann es auch nicht mehr ganz so gut. Warum bin ich Platz 10? Alter, warum bin ich langsam? Was passiert hier? Zwei? Insane. Oh mein Gott. Das wird mich ausbremsen. Ich wusste es. Und jetzt werden mich alle überholen. Oh, ja, ich weiß wieder, wie die Farbe heißt. Ey, ihr seid genial. Ich habe das komplett vergessen. Ich glaube, ich bin gerade einen Umweg gerannt. Platz 2 war eins. Leute, ich habe das nicht verdient. Ich möchte diesen Platz abgeben. Da waren absolut krasse Chumpy-Reiter dabei. Ich komme hier so einmal online. Na gut, aber hier, das wird mich jetzt mies außer. Oh, die Heuballen waren gerade sehr gnädig mit mir. Los, Emily, du bist Legende. Ey, ich fühle mich gerade wirklich. Aber wie gesagt, ich fühle mich nicht so, als hätte ich es verdient. Aber glaube ich, vielleicht lose ich gleich noch ab. Wir werden sehen. Ist ja gerade so gelaggt. Ich hau gerade auch in die Tasten wie sonst was. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, warum glitzert das Meer so? Also, warum ist die... Wurde das Wasser überarbeitet? Das Wasser sieht bei mir so anders aus. Oh mein Gott, wo muss ich lang? Das sah gerade so unbekannt aus. Wie kann ich hier... Soll ich auf Risiko oder sicher? Oh mein Gott, ich springe hier einfach durch. Wie? Wie habe ich das gerade gemacht? Ich bin schockiert. Ich habe sogar noch Kommentare. Okay, ich feiere mich ja ein bisschen selber, aber ich verstehe nicht, was passiert. Na gut. Ja, die Autos waren auch nicht da. Irgendwas war bei diesem Jump verbuggt. Aber ich schwöre, ich habe nichts getan. Ja, genau, diesen Morgen möchte ich holen. Tipps fürs Leveln. Du hast 210 Pferde, das ist wild. Mein einziger Tipp für dich ist einfach nur jeden Tag leveln, ansonsten schaffst du das nicht. Ey, wie cool. Wie cool. Jetzt will ich aber auch den anderen. Ich will hier jetzt nicht die Assi erste Platz sein. Wir schreiben jetzt allen anderen auch Glückwunsch. Das überrascht mich jetzt schon, aber das motiviert mich, wieder öfter Chumpies zu reiten. Und wir werden jetzt so stolz sein, dass wir uns hier gleich diese Schleife ranballern. Crazy. Ja, das vermute ich irgendwie leider auch. Vielleicht hat mich auch jemand einfach gewinnen lassen. Dann danke ich euch auch. Ja, was wollten wir jetzt machen? Wir wollten die... Gibt es noch irgendwelche Chumpies, die wir reiten wollen? Das mal nicht, oder? Oh, Fergrove wäre noch wild. Wie lange streame ich schon? Ich weiß es nicht. Ja, ich kaufe mir meine Starcoins selber. Also, keiner würde die mir bezahlen. Star Stable schenkt die mir auch nicht. Ja. Es laggt auf dem Server, das habe ich gerade auch gemerkt. Belgischen Warmblütern, genau. Ja, wurde jetzt eigentlich das Wasser überarbeitet oder nicht? I don't understand. Okay, 1:17. Dann... Warte, wie mache ich das jetzt? Wo stehen die belgischen Warmblütern nochmal? Ich habe das vergessen. Wir holen uns jetzt mal ab. In Silverglade. Dann schauen wir uns die an. Und dann leveln wir nochmal kurz. Und dann können wir noch das Champion Fergrove mitreiten. Dann machen wir Livestream fertig. Silverglade. Landgut. Oh. Ich habe es viel zu spät gelesen. Es ist meine Schuld. Egal. Dann... steigen wir wohl direkt in den Hänger wieder ein. Ich hab... Oh doch, komm, wir reiten dahin. Wir sind jetzt mal nicht faul. Wir müssen diesen fetten Percherer oder wie auch immer es heißt auch mal bewegen. Ich kenne mich gerade nicht aus. Wo geht's zum Landgut? Hier lang. Let's go. Oh mein Gott, dieses Müllding. Ich glaube, ich habe nie diese Müllquest fertig gemacht. Stopp! Oh, mein Rücken tut weh. Nächsten Freitagstream. Ich weiß es noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall ja mal wieder ab und zu streamen. Weil das macht Bock. Vor allem, wenn man Champis reitet. Da kann man mit Leuten seine Aufregung teilen, muss nicht selbst komplett verrückt werden. Ja, ich habe keinen Plan von SSO gerade. So, oh. Was soll das für ein Weg sein? Welches Pferd überlebt diesen Weg hier? Ich glaube, ich habe auch einiges von diesem Müll in meinem Kleiderschrank geliehen. Habe ich hier schon alles... Hier habe ich noch ein Geschenk verpasst. Hier habe ich auch noch... Ah, dann ist mein Dings voll. Hallo, was passiert hier? Ja. Warum sollte ich Äpfel wollen?
Ich finde es immer, noch schade, dass wir ein Update, was ich mir, oh, hi, wünschen würde, dass man anderen Spielern Star Stable irgendwas schenken kann. So. Ich würde gerne einfach jedem einen Apfel schicken. Ich weiß, ihr braucht den, ihr braucht den nicht, aber ich würde euch trotzdem gerne einen Apfel schicken. Hier, kann es sein, dass alle Leute, die da schon stehen, mir das gerade zeigen? Ey, ihr seid genial. Okay. Sharky, ja. Dieser Dings-Emoji ist so süß. Ich bin eigentlich nicht der Fan von Livestreams, aber die ist einfach super entspannt. Das freut mich voll zu hören. Das finde ich sehr schön. Oh, ich bin aus dem Spiel rausgegangen. Jetzt schauen wir uns... Alter, das hat gerade voll aggressiv mit offenem Mund rumgewedelt. Also, ja, wir hätten mal wieder... Irgendwie hat das Pferd schnappt so rum. Das finde ich aber trotzdem ganz süß. Aber es hat ein bisschen eine Macke. Ich habe schon ein paar Pferde, die ziemlich genauso aussehen. Also halt auch vom Körperbau. Das englische Vollblut, was ich glaube ich habe, sieht so ähnlich aus. Der Hannoveraner oder was ist mein Anfangspferd? Weiß nicht, deswegen die Farbe nicht. Die Farbe ist eigentlich ganz cool. Es wäre auch mal sowas ganz... Gewöhnliches. Ich mag eigentlich keine Füchse, aber das sieht ganz cool aus. Ich weiß aber nicht, ob der in echt aufs Ohr doch leuchtet auch in echt. Hilfe, ich kann nichts sehen. Ah, dann reitet hier auch jemand. Hat auch was. Boah, ey, die Farbe finde ich richtig schön. Ich mag die Farbe mega. Die ist so schön dunkel. Das finde ich geil. Schwarz auch schön, aber ist halt zu basic. So, das hatten wir ja schon. Ich glaube, ich hole mir wenn dann den hier. Der ist auch so schön. Er sieht halt so kurzes, glattes Fell. Welche Farbe findet ihr von den Morgens am besten? Namen habe ich noch nicht überlegt. Ich fand bisher diesen Overo-Schecken, was auch immer das war, ganz cool. Falls ich Nachrichten von euch irgendwie nicht sehe, schreibt es einfach nochmal. Ich komme bloß, ich komme im Chat nicht so hinterher. Ja, ein Apfelstand. Wisst ihr noch damals? Ich weiß nicht, was das war. Mir ist das neulich mal wieder in meinen Gedanken aufgetaucht. Irgendwann gab es mal einen McDonald's oder einen Dönerstand in SSO. Was war das nochmal? Das war irgendein Video oder ein Livestream auch von mir. Kann das sein? Double Smash. So ein witziger Name. Feier ich. Okay, also ich glaube, ich will mir hier von dieses, das ist so schön realistisch, dieses Pferd holen. Aber das mache ich dann, wie gesagt, auch in dem Video, wo ich die anderen hole. Auch schön. Süß. Obwohl zu dem hier finde ich so eine ganz normale Mähne hier, glaube ich, passt. Das andere, obwohl so ein Turnierzipfchen, es gibt zwei Arten von Zipfchen. Ja, die ist schön. Richtig schön. Mag ich. Gibt ein Like von mir. Sehen fast irgendwie aus wie die neuen. Ja, das stimmt schon. Es ist halt alles ein Stil. Deswegen sehen die sich auch sehr ähnlich. Das stimmt schon. Aber ich denke halt, es ist so, dass diese Designer bei Star Stable mit einem Pferd richtig zufrieden waren. Oder vielleicht auch für ein Pferd richtig gutes Feedback von den Spielern bekommen haben. Wo alle meinen, Alter, das finden wir richtig cool. Und jetzt halt versuchen, immer wieder diesen Stil zu recreaten. Und dadurch sehen halt die Pferde sich sehr ähnlich. Aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Okay. Das nächste Champion hat noch Zeit. Deswegen wechseln wir nochmal ganz kurz Pferd und machen nochmal so ein, zwei Rennen. Ich bin so müde. Und, nee, ganz kurz. Ich muss ein paar Sachen in meinem Kleiderschrank abliefern, weil mein Inventar ist absolut überfüllt. So. Let's go. Ey, was hältst du von Spoilern? Also ich mag sie nicht, kann mich nie überraschen. Also solange es bei Spoilern eine Warnung vorher gibt, dass es Spoiler sind, okay. Natürlich, manchmal klickt man auch aus Versehen drauf. Das liegt ja halt an der Disziplin von einem selber, ob man da drauf klickt oder nicht. Ja, weiß ich nicht. Aber für neugierige Spieler ist es eigentlich ganz cool zu wissen, was so das nächste Update ist.
Ich würde mich als neugierig bezeichnen. Und ich war früher, also inzwischen ja nicht so, aber früher war ich immer sehr krass schon so hyped und war auch richtig neugierig und habe überall so rumgeforscht, wusste alles über die Updates, die demnächst kommen. Muss gehen. War schön, dass du da warst. Schönen Abend noch. Ey, bei so vielen habe ich gehört, dass es abstürzt. Das ist echt übel. Also bei mir zum Glück nicht. Also an sich, meine Spielleistung ist auch Bombe. Also ich habe ja einen PC, der alles sehr gut hier mitmacht. Wie ihr seht, maximale FPS-Anzahl habe ich von 440. Ich glaube, das ist schon sehr viel. Aber was wollte ich sagen? Was halt immer sein kann, mein Internet kann trotzdem jederzeit schlapp machen, weil ich habe kein gutes Internet, ehrlich gesagt. Und ja, wenn das halt so Ding, deswegen ist halt gerade auch, ich könnte noch Livestreams in viel krasserer Qualität theoretisch machen, aber mein Internet hindert mich so daran. Ich habe echt keine gute Verbindung. Ja. Pferd mit dem Namen Robin Hoof. Habe ich nicht, glaube ich. Mm-mm. Outfit bewerten. Ich schaue gleich draußen mal. Questia ist verborgen wie ein Ninja von Madison. Boah. Ich habe leider keine Ahnung, wo dieser Ort ist. Sorry. Vielleicht kannst du mal googeln oder sowas. Ja, genau. Kann man nur schreiben, wenn mich abonniert hat. Das ist der Sinn. Ja, also ich glaube, das sind schon 4 FPS, aber wie gesagt, mein Internet ist schwierig. Level Talk habe ich wirklich Bock, mal wieder zu machen. Ich bin aber mies auf der Suche nach neuen Themen. Also falls ihr irgendwelche guten Level Talk Ideen habt, also Ideen für eine Level Talk Folge, schreibt es mal rein. Ich gehe erstmal kurz leveln und dann gehe ich, was würde ich sagen, oh, das Outfit ist nice und es gibt einen Fischerhut. Es gibt immer noch Verbesserungen, deswegen ich gebe eine 9 von 10. Wir gehen erst leveln, dann gehen wir noch ein Championat reiten. Ich glaube, Furgrove ist das. Wir gehen auch nach Furgrove leveln, finde ich. Ich mag da die Rennen, die sind so viele beieinander und chillig. Mehr Realistic Roleplay. Ich habe das Gefühl, mein letztes Realistic Roleplay ist nicht so gut angekommen. Ich werde trotzdem immer noch welche machen, weil Aufrufe sind jetzt, finde ich, sagen nicht so viel aus. Und wichtig ist, dass das Projekt an sich mir Spaß macht. Mir macht es immer Spaß, Realistic Roleplays zu drehen einfach, weil man muss sich eine Story ausdenken. Finde ich eigentlich ganz cool und auch Outfits dazu raussuchen. Aber wie gesagt, ich hatte das Gefühl, es ist nicht so gut angekommen. Also zum Beispiel, weil die alten, wie gesagt, ich würde jetzt als Beispiel einfach mal, es hängt nicht alles von Aufrufen ab, aber jetzt nur mal, um das zu vergleichen, meine alten Realistic Roleplays, die haben, glaube ich, um die 100.000 Aufrufe und das jetzt hat nicht mal 10.000. Vielleicht ist das irgendwie einfach schlecht in den Algorithmus gekommen. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber ja. Genau, an all die gehen müssen. Schön, dass ihr da wart und schönen Abend. Stories von Zuschauern. Das ist schon mal gut, aber ich brauche halt irgend so ein bestimmtes Thema. Ah, hier, Schulgeschichten oder peinlichsten Situationen, SSO. Ja, das kann ich mal machen. Ja, ich muss mir nochmal irgendwas ausdenken, auch was man halt gut, weil ich finde so Stories ist halt immer, sowas ist meistens ein bisschen zu lang für einen Fragesticker. Irgendwas Kurzes. Aber ich denke mir was aus. Ich muss mal meditieren, mal in mich gehen, nach Ideen suchen. Mein Nacken ist so verspannt. Obwohl mein neues Gaming-Setup hier schon sehr geil ist. Also ich kann hier richtig chillig, ich sitze gerade auch voll unbequem, da eigentlich kann ich hier mich so chillig hinhocken. Ihr hört mich trotzdem, weil ich jetzt so ein nices Mikro habe. Also ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich denke schon. Schlechtestes Update, auch witzig. Aber ich glaube, meine schlechtesten Updates sind einfach so random, wo nur so ein Rennen oder so kam. Vielleicht noch so Wunsch-Updates. Traumpferde. Stimmt.
Das wollte ich sowieso mal machen. Das steht tatsächlich auf meiner Liste. Aufgaben von Zuschauern erledigen. Ich habe nämlich eine Liste mit Videosachen, die ich umsetzen wollte. Eigentlich schon seit Dezember. Aber ich bin irgendwie seit Wochen am alle meine Pferdevideos schneiden und bin irgendwie noch nicht so vorangekommen. Das möchte ich jetzt erstmal hochladen. Und dann verwirkliche ich die Ideen, die da draufstehen. Mein Gott. Ihr hört mich gut, das ist sehr gut. Ich setze meine Brille ab. Peinlich sind Crush-Stories, auch witzig. Rosanes Outfit. Ich muss gleich nochmal schauen. Gerade hier muss erstmal die Rennen hasseln. Ich will nämlich rechtzeitig zurück sein. Warum hast du eigentlich nie... Ey, das ist so witzig. Jedes Mal, wenn ich auf TikTok gehe, fällt mir auf, dass ich nie ein Part 2 von dem Dings einrichten gemacht habe. Ich muss einfach, glaube ich, mal... Ich habe dann irgendwie das Video fertig gemacht und ich war auch unzufrieden dann mit Part 2 von dem Video. Ich werde euch einfach mal, einfach für die, die es interessiert, irgendwann in den nächsten Tagen vielleicht auf Instagram oder so in ein Video einfach mal ein Bild von dem fertigen Setup hinpacken. Aber ja, es ist mir auch aufgefallen, dass ich das nie fertig gemacht habe. Und ich noch so, es war wirklich keine Absicht, aber ich noch so ein Video, ja, das ist kein Clickbait, also es passt wirklich alles nicht mehr in ein Video, was halt auch wirklich so war, aber es war dann letztendlich doch ein bisschen Clickbait, weil ich halt nie ein Part 2 gedroppt habe. Aber gut. Billiges Mikro empfehlen. Ich habe jetzt inzwischen ein relativ teures Mikro, aber ich habe auch bisher den längsten Teil meiner, in Anführungszeichen, YouTube-Karriere, YouTube-Zeit, was auch immer, mit einem ganz, ganz billigen Mikro durchgezogen. Weil Soundqualität, die muss gut sein, man muss einen gut verstehen, aber insgesamt, wenn das Bild schon mal gut ist, dann brauchst du nicht noch den absolut Baba-Sound. So, Bild ist wichtig und solange der Sound ganz okay ist, das reicht auch schon mal. Und wenn du dann 30, 40 Euro Mikro hast, du brauchst gerade für den Anfang kein teures Mikrofon. Wie gesagt, mir hat mein billiges Mikrofon auch ewig gereicht. Größter Fehlkauf in SSO. Da könnte ich mich gleich melden mit meinen Mavaris. Ganz klarer Fall. Ja, auf jeden Fall, ich weiß leider nicht, von welcher Marke mein billiges Mikro ist. Aber du kannst auch einfach mal so auf Amazon oder so schauen. Da gibt es auch manchmal so ganz billige Marken. Ich wechsle leider nicht Server. Ich möchte auf Server 1 bleiben. Deswegen, ich werde euch leider nie besuchen kommen. Denn dann müsst ihr mich hier besuchen. So. April Mountain Heart. Dein Outfit ist auch süß. Und ich habe, glaube ich, dieses Pferd mit diesem... Das gab's... Ey, ganz kurz. Was ist mit Valentinstag in Star Stable? Gab's das? Habe ich das verpasst? Haltet mich mal auf dem Laufenden. Gott, hilf. Warte, ich muss kurz auf die Uhr schauen. Okay, wir haben noch 8 Minuten bis zum Chumpy. Dann versuche ich noch hier die Rennen fertig zu machen. Starshine Ranch wird dann wohl nichts mehr. Dann reiten wir noch das Firgrove Chumpy. Machen wir noch ein Gruppenbild. Und dann ready. Ja, oder? Es gab kein Valentinstagsding. Warum? Ich glaube, obwohl... Oh, mein Name ist so verstopft. Ich glaube auch mal gehört zu haben, dass SSO selber gesagt hat, die wollen weniger, also die wollen es mehr kinderfreundlicher gestalten, die wollen alles, was mit Liebe zu tun hat, verbannen und somit auch den Valentinstag, was ich nicht ganz verstanden habe, weil letztes Jahr gab es ja auch schon nur diesen Friendship-Valentinstag. Also ich finde es ehrlich gesagt schade, dass das übersprungen worden ist, weil in echt hasse ich eigentlich Valentinstag, weil ich den Tag irgendwie einfach ein bisschen unnötig finde so. Aber in Star Stable, ich fand ihn immer super schön, weil am Jorvik-Stall war ja alles immer so süß dekoriert mit Blumenherzen und so, was soll ich sagen, so, bin Basic Girl, ich mag Blumenherzen. So, schade. Dann nicht.
Hätten mich gefreut. Mein Vlog habe ich gelöscht, falls du den auf meinem Zweitkanal meinst. Ich war irgendwie einfach nicht mehr damit zufrieden, mir das irgendwie ein oder zwei Jahre später anzuschauen. Ich wollte dann auch nicht mehr, ja, dass das online bleibt. Vielleicht gibt es irgendwann da mal was Neues, aber ja. Ein kleines Oster-Event. Ey, Ostern, Sassel, das wurde doch auch letztes Mal übersprungen, oder? Kann das sein? Oder habe ich das auch falsch in Erinnerung? Lasst uns doch einfach Ostereier in Sassel besuchen. Was ist daran so schwer? Sehr schade. Sehr, sehr schade. Wunsch-Updates, ja. Stimmt, und noch einen zweiten Teil für, was ihr jetzt anfangen gedacht habt. Okay, habe ich hier alle Rennen gemacht? Alrighty, dann lasst doch mal abholen und zum Firgrove Jump. Beziehungsweise ihr könnt von da direkt hinhalten, wenn ihr noch da seid. Mein Zweitkanal ist in der Infobox verlinkt, da ist gerade nichts online, aber entweder es kommen irgendwann dann nochmal Real-Life-Videos oder es kommt vielleicht bald mal, wie heißt das so, ja, Let's Plays von anderen Spielen als Star Stable. Also ihr könnt gerne mal vorbeischauen und ein Follow da lassen. Also der Kanal heißt It's Miller, aber ich glaube, wenn ihr den so findet, so sucht, werdet ihr den nicht finden. Deswegen würde ich auf den Link in meiner Infobox gehen. Ja, okay. Ich muss hier absteigen. Dann streamst du immer. Ich mache es immer relativ spontan. Also so Wochenende abends ist schon mal auf jeden Fall eine gute Zeit oder allgemein abends. Und ich weiß auch, dass abends die meisten Zeit von euch haben. So vormittags ist ja jeder in der Schule oder sowas. Aber ja, morgen Abi-Prüfung. Ich wünsche dir viel Erfolg. Das schaffst du. Ich habe es auch geschafft. Ja, April-Scherz. Was war letztes Mal nochmal? Autos oder gab es irgendwas anderes? Okay, wir gehen jetzt mal. Boah. Achso, ich dachte gerade, das wäre. Hä, wo ist Sharky? Hier. Beziehung, Freundin, nein. Nein. Okay. Auf zum Chambi. Habe ich mich richtig. Fergrove, ja. Ich beeile mich. 5 Minuten, ich weiß. Ja, also Ostern fände ich sehr cool in Star Stable. Also. So, es gab doch auch irgendwann mal. Gab es nicht einmal zu Ostern so ein Riesenpferd? Ich habe immer nur, ich sehe nur so vor meinem inneren Auge immer so schemenhaft bestimmte Auszüge von alten Star Stable Updates. Aber soweit ich mich erinnern kann, gab es früher mal Ostern, aber die letzten Jahre irgendwie nicht so wirklich. Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 15. August Geburtstag. Das macht mich zum Sternzeichen Löwe. Da ist eine Cheaterin. Das ist nicht so gut. Wie alt bist du? Ich habe gerade überlegt, euch raten zu lassen. Die meisten wissen es ja aber wahrscheinlich eh. Ich würde euch trotzdem gerne raten lassen. An die, die es wissen, schreibt es nicht rein. Aber eigentlich wissen es die meisten. Juhu, Löwe. Löwen sind cool. So. Ey, es ist so surreal, wenn man hier gerade in dieser Star Stable-Welt drin chillt und dann. Ich weiß nicht, wenn ich gerade auf so Star Stable spiele, ich sitze immer noch in so gefühlt in meinem Unterbewusstsein, in meinem alten Zimmer, bei meinen Eltern zu Hause und dann hier plötzlich höre ich im Hintergrund, dass irgendwer in meinem Haus zur Tür reinkommt, dann versetzt mich das auf einen Schlag in 2023 und ich realisiere, dass ich gerade nicht in meiner Star Stable-Welt von vor 3 Jahren lebe. Das ist richtig crazy. Ja, okay, ich glaube, die meisten wissen es auch.
Ja, okay. Also es, die meisten wussten es richtig von 19. Gute Besserung an alle, die krank sind. Ich bin, wie gesagt, auch ein bisschen cranky, aber irgendwie. Ich bin aber auch dumm. Ich hätte heute irgendwas dagegen unternehmen können. Tee trinken, irgendwas. Ich habe mich aber immerhin ausgeruht. Bin nicht absolut dumm ins Gym geschlappt. Ich wollte nämlich noch ins Gym, aber ich dachte, wenn ich heute Sport mache, hole ich mir eine Herzmuskelentzündung. Deswegen, Leute, wenn ihr euch krank fühlt, ruht euch einfach auch mal aus. So. Okay. Ich stelle mich mal hier hinten einen Stammplatz frei. Ja! Oh, nein. Hallo? Oh, ich stehe gerade halb in irgendwem drin. Gehe ich halt hier hin. Wie ich denke, ich habe einen Anspruch auf den Stammplatz, obwohl ich so seit 2 Jahren fast nicht mehr so wirklich da stand. Also bisher finde ich die. Ich weiß immer noch nicht, wie man die ausspricht, ob die jetzt Percherons heißen. In Chumpies sehr weird zu reiten, weil sie irgendwie so massiv sind. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das fürs Fur Growth Championat so optimal ist, weil ich glaube, da gibt es schon einige Wendungen. Aber ich komme ganz okay klar damit. Also es gibt Schlimmeres. Also wenn ihr mir jetzt gesagt hättet, die Mawaris wären die schnellsten Pferde, hätte ich gesagt, okay, dann reite ich keinen Chumpies mehr, weil ich reite sicher kein Mawari. Also, nee. Unser Clubpferd ist eigentlich, war immer das schnellste Champi-Pferd. Das heißt, unser Clubpferd war eigentlich mal Appaloosa, dann jetzt Araber Pinto. Jetzt auch mit dem neuen Update oder was war noch immer das Kram. Keine Ahnung, was unser Clubpferd ist. Sorry, ich bin müde. Ja, also ich weiß nicht, was unser Clubpferd jetzt ist. Ich kann gespannt sein. Gruppe 2, wuhu. Was ist das hier für ein Pferd? Das ist doch auch. Ah, ein Palomino. Der ist echt aber irgendwie. Sieht er immer auf dieser Verkaufsfläche, wo der so nur vor diesem einfarbigen Hintergrund ist, sieht er immer ein bisschen besser noch aus. Ich habe mir übrigens gerade meinen Finger vorhin gestoßen. Ach so, nein, stopp. Ich wollte gerade aus der Chumpy-Gruppe rausgehen. Hallo. Oh, hier verschrieben. Okay, noch 25 Sekunden. Habe ich alles an? Also wie gesagt, falls ich eure Nachrichten irgendwie nicht lese, ist es keine böse Absicht. Schreibt einfach nochmal, aber bitte spammt nicht. Alright, wir gehen schon mal vor an die Mine. Es sind so viele auch mit Sharky in anderer Version. Okay, was geht los? Ey, diese Cheaterin! Du bist schon auf so einem komischen Pferd und dann rennst du an mir vorbei. Wer denkst du, dass du bist? Ich reite hier gerade übrigens nicht die Abkürzung, weil ich kann die absolut nicht mehr. Sowas nervt mich. Ich könnte jetzt so böse Beleidigungen sagen, aber ich tue es nicht. Ich sage einfach nur, so, was bringt es dir, ganz ehrlich? So, dann gewinnst du jetzt dieses Championat. Was hast du davon? Nichts. Punkt. Nee, das nervt mich. Aber ich komme hier eigentlich gerade ganz gut durch. Dafür, dass ich die Abkürzung gar nicht mehr kann. Aber ich hoffe nicht, dass die anderen Chumpies jetzt auch so komisch wie dieses Moorland-Chump aktualisiert werden, weil das mit diesen Wirbelstimmen hat mir gar nicht gefallen. Das war einfach wie in so einem seltsamen Handyspiel. I don't like that. Kann man eigentlich auf dem Star Stable Handy-Championate reiten? Boah, geil, Platz 3. Wir sind hier Kopf an Kopf mit der Paula. Jesus Christ. Hey, warum wurde ich ausgebremst? Jetzt bin ich auf Platz 5. Ich habe nichts gemacht. Dann habe ich den dritten wohl nicht verdient. Oder doch? Oder nicht? Naja. It is what it is. Puh. Ey, das ist zu viel Herzklopfen für mein krankes. Hier, ich bin ja krank. Ich kriege gleich doch Herzmuskelentzündung.
Ja, siehst du, ich habe es nicht noch rasiert. Server-Tour, wahrscheinlich eher nicht. Also ich will wirklich auf Server 1 eigentlich bleiben. War nicht neulich sogar so ein riesen Star Stable YouTuber-Event? Ich war nicht am Start. Alright, wir machen jetzt noch ein Foto. Wo stelle ich mich hin? Warum ist es eigentlich wieder Nacht? Lass es doch einfach Tag hier. Okay, wir machen hier ein Gruppenfoto. Wenn ihr wollt, könnt ihr... Es wäre cool, wenn ihr euch nicht mitten in mich oder in andere Leute reinstellt. Stellt euch gerne einfach am besten in der Linie auf. Dann machen wir noch ein Foto. Ein Foto. Was für ein Handy. Ich glaube, ich habe das iPhone 13 oder 12. Ich weiß nicht. Mir ist irgendwie Handy nicht so ein wichtiges Thema. Also ich bin jetzt nicht jemand, der immer das neueste iPhone braucht. Ich habe jetzt bloß ein relativ neues. Ich hatte davor ein 8 Plus, was ich auch cooler fand, weil es hatte noch so einen Knopf. Aber das ist dann kaputt gegangen. Deswegen hatte ich mir vor einem Jahr ein neues geholt. Und jetzt habe ich, glaube ich, wie gesagt, das 12 oder das 13. Ich habe keine Ahnung. 12. Ich habe gerade nachgeschaut. Das war das leichteste. Ich glaube, das 13er war auch schon draußen, aber ich wollte ein leichtes Handy. Aber ich nervt es, wenn ich so 5 Kilo in meiner Hosentasche mit rumschleppe. Bin auch auf deinem YouTube. Wollte fragen, was du hier so machst. Ich gehe hauptsächlich shoppen. Ich mache manchmal Livestreams. Ich reite gerne Champis. Und ja, ich versuche einigermaßen unterhaltsame Videos zu machen. Schnelligkeit wurde von 28 auf 26 Minuten gemacht. Okay. Interesting. Interesting. Hä? Können wir darüber reden, dass das dass angeblich der Perschraum das schnellste Pferd sein soll, wenn der Rassenbonus bei Geschwindigkeit auf 0 ist? Makes no sense. Okay, ich mache jetzt mal ein Foto. Wir sind zwar einfach eine riesige Masse. Also wenn die Vorderen noch ein bisschen zurückgehen wollen, wäre ich sehr dankbar. Das Welsh Pony. Da wäre ich glücklich, wenn das das schnellste wirklich wäre. Weil ich mag die Welsh Ponys. Die sind so klein, hoppelig. Okay, ich gehe jetzt einfach ein Stück vorne, weil sonst... So, und jetzt mache ich ein Bild. Alter, wir sind so viele. Crazy. Ich muss schauen, ob ich alle einigermaßen drauf bringe. Ich mache einmal hier so... Ein bisschen mal arbeiten. Oh. Hoppala. Bin ich mit? Nee. Ich mache einmal so... Soll ich noch einen TikTok machen? Leute, wir machen jetzt ausnahmsweise noch einen TikTok. Ich fühle mich immer so witzig, weil ich weiß, ich bin eigentlich so gar nicht so der TikTok-Mensch. Ich fühle mich so witzig, wenn ich das mache. Ich brauche einen Sound und ich werde jetzt einfach mal auf euch filmen. Sagt mal, welchen Sound ich nehmen soll. Legendärste Foto, ja, for real. Wir erinnern uns alle, als ich das Ford Pinter Championat gewonnen habe. Neues Video. Hoffentlich in den nächsten Tagen. Okay, ich brauche einen Sound. Ich habe einen Sound. Und zwar, ey, diese Cheaterin, ich pack die jetzt so fett auf die Igno. Geh weg. So. Ich wollte eigentlich sagen, ihr macht eine Reihe und ich gehe so vorbei und filme euch alle. Ich habe das Gefühl, wir bekommen keine Reihe hin. Deswegen, ich steppe einmal einfach um euch herum und ich mache ein Video. Ah, ich lasse das vielleicht an. Hier so. Ich werde meinen Briefkasten leer machen. So. So.
Es wird so ein gammeliges TikTok, aber egal. Besser als nichts. Meine Kamera ist mal sauber machen. Ich habe mal voll viel Handcreme, datscht an meine Handykamera. Hilfe, wie mache ich das jetzt? Ich eigentlich hier einmal komplett an allen vorbeigehen. Okay, let's go. Hilfe, ich gehe weiter. Ich will noch einmal auf alle filmen. Können wir mal alle, schaffen wir das gleichzeitig ein bisschen zu winken? Moment. Ich schreibe in den Chat 3, 2, 1 und bei 0. Also ich schreibe 3, 2, 1, 0 und bei 0 winken wir alle. Okay, 3. Zwei. Ich habe das Gefühl, das wird nicht funktionieren. Schreibe ich gerade überhaupt einen Sack-Chat? Ja, noch nicht. 1. 0. Hä, man sieht, stopp, ich kann nicht winken. Wo war, winkt man? Oh mein Gott, ich bin so lost. Egal, ich... Okay, es war ein miesen Fail. Erstens, ich sehe nicht, wenn jeder winkt. Zweitens, ich habe es nicht geschafft, selbst zu winken. Egal, ich danke euch alle für diese euch allen für diese Bereitschaft. Ich schaue mir gerade das fertige Video an. Also das ist ziemlich gammelig geworden, aber dafür hat eigentlich jeder von euch die Chance gehabt, drauf zu sein. Ich glaube, ich habe auch jeden drauf bekommen. Und ja, ich lade es einfach später nach dem Livestream irgendwann hoch. Ich habe das erstmal in meinen Entwürfen gespeichert. Genau. Auf jeden Fall. I live for the applause. Oh mein Gott, das wäre auch so ein guter... Dazu, das wäre so ein Chumpy-Sound. Das war gerade ein guter Tipp. Ich danke dir, Paulina. Ja, auf jeden Fall. Das werde ich noch hochladen dann. Ich danke euch alle dafür, dass ihr in diesem Livestream dabei wart. Ich winke, ich will nochmal hier in den Chat winken. Wie gesagt, ich hoffe in den nächsten Tagen mal, das alle meine Pferdevideo rauszubringen. Ansonsten gibt es hoffentlich bald mal wieder einen Livestream und vielleicht seht ihr mich ja auch mal hier auf Server 1 demnächst bei Championaten. Und genau, also ich werde jetzt den Livestream beenden. Wie gesagt, schön, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.